Meine Damen und Herren Panelisten auch, mein Thema ist, braucht der Binnenmarkt Normen? Nach der Lehre und der Standardization Community Industrie werde ich jetzt stellvertretend für den Regulator sprechen. Und zunächst möchte ich, dass Sie alle ein Kopfbild sich machen, das Kopfbild vom Hasen und vom Igel. Ich glaube, das kann man jung oder alt sich eine Vorstellung machen. Behalten Sie es in Ihrem Kopf. Und ich spreche nicht nur stellvertretend für den Regulator, ich spreche stellvertretend für den European Regulator. Und der europäische Regulator, das ist so eine Art Babelfisch der fossilen Art. Weil unsere Aufgabe ist, mit nunmehr 28 Mitgliedstaaten, die alle irgendwie sich sträuben, weil sie ja selber das beste System haben, zusammenzuarbeiten. Und unsere Rolle, insbesondere als Europäische Kommission, ist, zu diesem Mehrwert von Zusammenarbeit zu kommen. Das Core, sozusagen die Basis unseres europäischen Projekts, ist der Binnenmarkt. Der Binnenmarkt, in dem Bürger frei reisen können, wählen können, wo sie arbeiten, in dem Güter und Dienstleistungen ausgetauscht werden können und in dem das Kapital frei zirkuliert. Das ist die Kurzfassung. Der Binnenmarkt braucht Spielregeln, damit er funktioniert. Denn die 28 Mitgliedstaaten haben natürlich immer die Tendenz, um zu sagen, ach, am besten wenden doch alle meine Regeln an. Und die anderen interessieren mich nicht. Der Binnenmarkt selbst ist kein Selbstzweck, sondern er soll beitragen dazu, was diese Kommission unter Präsident Juncker sich als Ziel gesetzt hat, die 10 Prioritäten, wovon aber nur 2 der wirkliche Zweck sind, das ist Jobs, Beschäftigung und Wachstum in Europa. Für Beschäftigung und Wachstum brauchen wir Industrie, die investiert. In Produkte und in Prozesse, die weltmarktfähig sind. Übrigens, da hinken wir immer noch stark hinterher seit 2008. Verschiedene Zahlen zirkulieren, aber wir glauben, dass es rund um die 400 Milliarden Euro sind, die nicht mehr investiert wurden, so wie sie vorher investiert gewesen wären. In den großen Prioritäten der Juncker-Kommission ist Industrie, Investition wie ein roter Faden. Da nenne ich zum Beispiel den digitalen Binnenmarkt. Die Strategie, einen digitalen Binnenmarkt ohne Grenzen zu haben. Das klingt absurd. Wo gibt es denn Grenzen im Internet? Aber so absurd ist es leider nicht. Das ist das große Vorhaben der Kreislaufwirtschaft. Europa hat keine Rohstoffe. Also wie stellen wir sicher, dass wir die Rohstoffe haben, indem wir nichts verschwenden von dem, was wir nutzen. Das ist das große Thema der Energieunion. Wie können wir Energie, auch da haben wir keine großen eigenen Ressourcen, wie können wir sicher gehen, dass wir die Energie in Europa haben, billig für unsere Industrie und zu jeder Zeit verfügbar und gleichzeitig sauber, sustainable. Da ist das große Thema der Kapitalmarktunion. Denn wenn man investieren will, braucht man Geld. In Europa ist es heute noch so, dass fast 70% aller Investitionen über die Banken laufen. Und die Banken sind eben doch immer noch angeschlagen seit 2008. Wie können wir die Kapitalmärkte dazu nutzen, solche Investitionen zu fördern? Und dann haben wir natürlich das ganz große Projekt der Juncker-Kommission, den Investmentplan. 315 Milliarden Euro, die dazu dienen sollen, Projekte anzuschieben, die man eben nicht bei seiner Bank finanzieren lassen kann. Wir haben heute schon für fast 100 Milliarden Euro solche Projekte über diesen Investmentplan laufen, im Infrastruktur-Energiebereich, aber auch für kleine und mittlere Unternehmen. Es lohnt sich, da mal hinzugucken. Soweit also die Zielvorgaben. Und mir klingt noch im Ohr, der 18. Februar,
die gemeinsame Erklärung der High-Level Group im Rahmen der Industriekonferenz Zukunftsperspektive Industrie. Da wurde gesagt, das Bündnis Industrie erwartet von der europäischen Politik klare industriepolitische Vorgaben. Da haben sie die Vorgaben. Natürlich ist es jetzt eher interessant zu wissen, wie die denn auch umgesetzt werden. Der Gesetzgeber, ob er nun europäisch oder national ist, ist in einer Zwickmühle. Denken Sie an Ihr Kopfbild, der Hase und der Igel. Heute sind die Märkte schneller als der Gesetzgeber. Das haben wir bitter gelernt in 2008 nach der Finanzkrise. Es gibt globale Wertschöpfungsketten. Sie als Industrie brauchen da eine Predictability, eine Sicherheit, die über die nationalen Rahmen hinausgeht. Es gibt rasante technologische Zyklen. Wer hat schon vor 10 Jahren an Streaming gedacht oder sich vorgestellt, was das überhaupt ist? Heute machen die großen Musikkonzerne, einige jedenfalls, schon 50% ihrer Einnahmen mit Streaming und eben nicht mehr mit dem Verkauf von DVDs. Komplexität. Auch das ist schon mehrfach angesprochen worden. Meine Waschmaschine spricht heute mit meinem Kühlschrank. Ich könnte auch E-Health nennen. Wie vereinbare ich hier Gesundheitspolitik und Datenschutz? Wie soll sich der Binnenmarkt und der Regulator des Binnenmarktes diesen Herausforderungen stellen? Das ist nur eine Antwort, zusammen mit Ihnen. Im Prinzip sollte der Gesetzgeber die Vorgaben machen für den Schutz des öffentlichen Interesses. Sicher, sauber, gesund. Normen und Standards, also das Was, beachtet werden muss. Normen und Standards sollten agil, inklusiv, transparent und auf der Basis des technologischen State of the Art einfüllen, wie man diese Ansprüche des Gesetzgebers erfüllen kann. Es macht keinen Sinn, diese Normen in das Gesetz zu schreiben, weil das Gesetz ist noch nicht ausgefertigt, ist die Norm überholt oder ist die Regel überholt. Das ist, was ausmacht das europäische Modell des New Approach, eine Erfindung von Herrn Delors. Und ich bin ehrlich gesagt sehr stolz, dass ich diese Politik dafür auch heute mit verantwortlich bin. New Approach bedeutet, der Gesetzgeber, der Regulator macht das Was und das Was ändert sich nicht. Produkte sollen immer sicher sein, Dienstleistungen. Aber wie man das ausfüllt, das kann sich ändern. Und weil das Wie sich so schnell ändern kann, sollte man auch denen, die neue Ideen haben, wie das Wie, wie man das erfüllen kann, eben auch zulassen. Dann hat man eben nicht den Standard, aber man kann trotzdem zeigen, dass es eine andere Art gibt, dieses Ziel des Gesetzgebers zu respektieren. Und diese Partnerschaft, die mag nun 30 Jahre alt sein, die New Approach, die Partnerschaft mit der zwischen dem europäischen Gesetzgeber und der europäischen Standardisierungsgemeinde, aber sie ist nicht überholt. Wir glauben immer noch an diese Partnerschaft. Und deswegen werden wir am 1. Juni, also in der ersten Junihälfte, sagen wir so, ein Paket vorlegen über die europäische Standardisierungspolitik, was wir erwarten, was wir aus der Zusammenarbeit mit Ihnen erwarten und mit einem sehr innovativen Ansatz, das ist die Joint Initiative über Standardization. Das Prinzip für diese Joint Initiative ist zu sagen, hier sind die 10 Prioritäten der Juncker-Kommission. Was können Standards und Normen dazu beitragen, um diese Prioritäten zu erfüllen? Das hat einen Prozess gegeben, der sehr offen, bottom-up war, an dem sich sehr viele beteiligt haben. Und wir haben heute ein Papier, das eine gemeinsame Vision, wie wir zusammenarbeiten wollen, ausdrückt. Nicht nur, was wir gemeinsam erreichen wollen, sondern auch, wie wir es erreichen wollen. Über zum Beispiel mehr partizipative Prozesse. Auch
wann kriegen wir einen Standard? Das Wort Timeliness taucht darin auf. Und die Idee ist, dass diese Joint Initiative unterzeichnet wird am 13. Juni mit der holländischen Präsidentschaft und wir am Weltstandardtag am 14. Oktober eine Reihe von konkreten Deliveries vorlegen werden. In dem Prozess selber haben ungefähr 60 Beteiligte mitgearbeitet, die aber ihrerseits mehr als 300 Vereinigungen unterstützten. Und da ging es nicht nur um die Standardisierer, da ging es auch um die Nutzer von Standards. Daran waren beteiligt Gewerkschaften, Verbraucher, Umweltorganisationen, aber auch Regulators, die Kommission natürlich, aber auch nationale Regierungen, teilweise Regionen. Und diese Joint Initiative ist ein Beispiel auch dafür, wie der Regulator selber innovativ sein kann in der Umsetzung seines Auftrages. Das Paket am 1. Juni wird auch enthalten einen Leitfaden für Standards im Dienstleistungsbereich. Das ist ein Bereich, der im Moment im Kommen ist, aber ganz andere Fragen aufwirft als zum Beispiel die Produktstandardisierung. Wir haben bereits vorgelegt im Paket zum digitalen Binnenmarkt einen Vorschlag für Schwerpunktthemen im Bereich der digitalen Standardisierung, ICT-Standards. Und weil es nötig ist, auch politisches Momentum, den Tiger im Tank zu haben, werden wir vorschlagen, einen jährlichen Prozess, in dem wir immer wieder checken, wo sind wir, wie weit sind wir, was passiert mit den 10 Juncker-Prioritäten, wie ist der parallele Prozess der Normung und Standardisierung dazu, einen politischen Prozess, der sozusagen im Frühling beginnen wird mit einer Befassung der verschiedenen des Rates, der Vertretung der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments und im Juli abgeschlossen wird mit einem Arbeitsprogramm zur Standardisierung, was die Kommission, wo alle Fäden zusammengezogen werden. Im Bereich ICT will ich hier nur sagen, da sehen wir eine gewisse Gefahr der Normenflut. Allein 600 Standards bereits im Bereich Internet of Things, die Gefahr birgt, dass wir gleichzeitig zu viel und zu wenig machen. Deswegen schlagen wir 5 Schwerpunktbereiche vor: 5G, Cloud Computing, Internet of Things, Datentechnologien und Cyber Security. Es geht nicht darum, jetzt so etwas zu haben wie Haifische in einer Feeding Frenzy, wo jeder nach seinem Standard läuft, sondern eher Delfine als Beispiel zu nehmen, die in abgestimmtem Verhalten vorgehen. Die Joint Initiative, ihrerseits, das Wort wurde schon angesprochen, eine Wertschöpfungskette. Die Joint Initiative setzt an bei der Wertschöpfungskette der Standardisierung und in verschiedenen Etappen. Und bei jeder Etappe gibt es eine Reihe von Ideen, auch Experimente. Auch insofern ist dieser Testbed-Approach Teil dieser Joint Initiative, wie man diese Etappen verbessern, anders umgestalten kann, um zu dem gewünschten Erfolg zu kommen. Vernetzte Zukunft, na klar. Und der Regulator ist Teil davon. Ich persönlich glaube ganz fest daran, dass hier der Regulator, da der Rest, ein Bild der Verwaltung ist, was in vielen Bereichen angepasst werden muss. Und auch insofern ist die Joint Initiative ein Versuch, es etwas anders zu machen. Noch ein Wort zu den internationalen Fragen. Auch hier kommen wir weiter, wenn wir zusammenarbeiten. China, sehr interessiert an unserem Beispiel des New Approach. Wir sehen, wir haben große Anfragen für Workshops zur Erklärung, wie das eigentlich funktioniert. Die Golfregion hat unser System vollständig übernommen und fragt uns und ist sehr interessiert, wie wir es denn weiterentwickeln.
Und dann ist da auch noch Afrika, die dabei sind, ihre Systeme zu bauen und die sich auch für New Approach interessieren. Also, braucht der Binnenmarkt Normen in der Zukunft? Mehr denn je, mehr denn je. Und ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Danke.